Mrs. Washington, hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Da geht's bestimmt um diesen Feuerfuzzi. Diesen, wie heißt der, Victor? Ah, guck mal, da mal nochmal was. Das rechts, hier rechts hört sich an, als würde er irgendwann langlaufen. Bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike, Emily. 25.04.13. Holy fuck. Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich lang laufe. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde hier niemals Zeit verbringen. Ums Verrecken nicht. Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso, stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Mann, bist du schreckhaft? Ich weiß nicht, was du meinst. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt.
Ist das verboten? Naja, das ist halt die Ex, ne? Aber ja, im Endeffekt, sie haben sich bloß umarmt. Das ist halt, ist ja nichts. Also zumindest das, was wir gesehen haben, ist halt auch nicht mehr passiert. Ja, komm. Klar. Ja, Mann. Sorry, es war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey, Mann. Kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte, hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Nein, Schnauze, Matt! Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Jetzt ab. Emily, stopp! Das geht nicht zu weit. Stopp. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover? Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Naja, vielleicht nach 15. Sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. Ja. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Es ist wirklich billig, ey. Selbst okay, für mich. Ich nehme jetzt ein Bad. Im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ungefährlich. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was?
Nein! Was stimmt mit der nicht? Das ist mir ernsthaft. Haben wir da irgendwas? Gibt's da irgendwas? Also ich weiß nicht warum, aber ich finde bis jetzt schon alle Frauen hier in-game unfassbar anstrengend. Naja, nicht alle, aber die zwei. Tanten. Also als erstes zum Generator. Also ich verstehe nicht, warum man bei so einer fetten Hütte, warum man da eine Gästehütte besuchen muss. Raff ich nicht. Hier ist wohl alles ein bisschen runtergekommen. Irgendwie schade. Privatgrundstück. Da haben wir etwas Banane. Ich glaube, die ist. Ja, sie ist ein bisschen Banane, aber eine braun. Eine verschimmelte Banane. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Ja, sie hat schon recht. Ist nicht unser Problem. Ja. Was kann ich dafür, dass sie nicht kapiert, was Zieleine-Schlampe heißt? Ja! Schau im Wörterbuch nach, Schlampe! Also so hart würde ich jetzt nicht da, also... Halt! Da geht's wahrscheinlich zum Generator. Oh. Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Okay. Mal sehen. Und? Boom. Sehr gut, Mikey. Die Bewegung habe ich super drauf. Du bist echt genial. Ich weiß. Ist nichts. Neues. Ding-Dong. Na da, Sesam, öffne dich. Ja, ziemlich da. Gut, oder? Haben wir unseren neuen besten Freund, ja, wa? Total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah.
waren. It's be okay. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, Umweltverschmutzung. Abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Ja. Ja. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Warum nicht? Ist lecker, mit Marshmallow. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Hey, Jungfrau Maria. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du ja 7 Männer gleichzeitig beglücken? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Mann! Stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Alter. Event. Ja, bin okay. Oh Gott, dich jetzt gerade voll erwischt. Danke. Die Zähne sind noch drin. Das ist gut. Mhm. Ja. Ja. Frisch aus der Türkei. Die machten Zähne. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Vorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Sehe ich genauso.
Hoffnungsschimmer. Freiheit! Aber wer hat die Lore losgelassen? Mann, 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 ey. Cabin. Cabin in the Woods. Woods. In die Hood. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Lass mal sehen. War das? Heimlich vom Eierpunsch genascht, Babe? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Nein. Nein. Guck mal, es ist Vollmond, sehe ich gerade. Leuchten wir in den Himmel. Batman! Hey, Jess? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Ich kann dir mal meinen Bären zeigen. Dann kann ich mal meinen Bären streicheln. Blackwood Pines, Gebirgsbewohner. Dieses mächtige Raubtier ist eine wahre Legende oder den Fleischfressern greift Apitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an. Ihm ist begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfbestände hier in Blackwood Pine stets unter Kontrolle gehalten. Grizzlybär. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Eine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle. Weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Der Wapiti. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit Tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind sie dominante Männchen, Bullen, dafür bekannt, ihre Herden Behemen gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Ach, das sind diese Hirsche. Ich hirsch dir ein. Ladies first. Wird sie zumindest als erstes attackiert. Hirsch.
verdammte Ratten mit Flügeln. Oh, armer Mikey. Hat der kleine Piepmatz dir so einen schlimmen Schreck eingejagt? Die Viecher sind krank. Und sicher ansteckend und so ein Scheiß. Natürlich. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, nee. Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah. Bam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess?